So, Servus, Grüezi und Hallo und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 17 Tutorial mit dem KickerK. Mein Name ist Bono und selbstverständlich geht es jetzt auch in der Weihnachtszeit noch ein bisschen weiter mit einigen Tutorials. Nachdem wir uns in den letzten Wochen ein bisschen mehr mit Teams befasst haben, möchte ich jetzt in dieser Woche mal etwas mitgeben, was ja vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt wurde. Und zwar geht es jetzt mal so ein bisschen um Taktiken. Ja, wie stelle ich die richtigen Taktiken ein? Was sind überhaupt solche Taktiken? Und ja, was habe ich da ansonsten so für Tipps mit euch, die ihr irgendwie eben für euer Spiel jeweils nutzen könnt? Taktiken findet ihr selbstverständlich hier, genauso wie ich das gerade ausgewählt habe, in euren Taktikvorlagen, neben euren Aufstellungen, Rollen und Anweisungen. Und da gibt es einige, die sind bei FIFA schon voreingestellt. Da möchten wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen und insbesondere auch gucken, okay, was können wir daran jetzt verbessern, wenn wir eine von diesen Taktiken grundsätzlich für unser Spiel schon so ein bisschen befolgen möchten. Ja, als erstes fangen wir mal an, eben von links nach rechts, von oben nach unten mit Kontern. Sehen wir uns das Ganze einmal an, wie sieht denn Konter überhaupt aus? So, wer sich noch nicht so richtig mit den Taktiken auskennt und was diese Werte jetzt alles besagen, da gehen wir jetzt einmal ganz kurz drauf ein. Aufbauspiel ist jeweils das Spiel, das euer Spiel der Mannschaft in den ersten zwei Dritteln des Spielfeldes charakterisiert. Ja, wie verhalten die sich da eben in diesem sogenannten Aufbauspiel bis zum Angriffsdrittel hin? Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Spieler relativ schnell laufen, natürlich das Passspiel. Ein hoher Wert für Passspiel steht dafür, dass man viel lange Pässe zum Beispiel spielt. Ein kleiner Wert steht dafür, dass man eher mit kurzen Pässen versucht zu agieren. Positionsspiel ist jeweils geordnet oder frei, bedeutet, die Spieler bleiben entweder in ihren Positionen, die vorher schon mal vorgewählt wurden. Wenn man zum Beispiel einen 4-4-2 hat, ein Rechtsverteidiger wird weiterhin dann als Rechtsverteidiger stehen bleiben, auch nachdem er den Pass gespielt hat, unabhängig davon, ob es jetzt in dieser Raumkonstellation sinnig ist, für ihn als Rechtsverteidiger zu spielen. Deswegen eher ja, geordnet oder frei. Je nachdem, wie gut man das haben möchte. In der Chancenerarbeitung ist das dann so ähnlich. Hoher Wert steht wieder dafür, dass man etwas viel macht. Ja, also viel häufig schießen, häufig flanken, häufig bzw. lang passen dann in diesem Fall. Oder eben das genaue Gegenteil. Und Verteidigung ist dann Druck. Bedeutet, man geht entweder früh oder spät drauf. Aggressivität bedeutet, entweder versucht man relativ spät erstmal überhaupt den Zugriff zu finden. Das hängt wieder so ein bisschen auch mit Druck tatsächlich zusammen. Und man geht erstmal mit einem Spieler drauf oder man fängt bei einem hohen Aggressivitätswert an, den Gegenspieler zu doppeln oder vielleicht sogar ja, mit drei Leuten gleichzeitig anzugehen. Und verschieben bedeutet, okay, ein hoher Wert von verschieben bedeutet, man verschiebt sehr breit im Spielfeld. Ein kleiner Wert im Verschieben bedeutet, man versucht, das ganze Spiel eher dann ein bisschen kompakter zu halten. Verteidigungslinie gibt es dann Abschirm oder Abseitsfalle, je nachdem. So, also gucken wir uns jetzt einfach mal Konter an. Klar, Aufbauspiel ist, muss da sehr, sehr schnell sein. Chancenerarbeitung ist 50, 50, 50 und geordnet. Dann hinten Druck 10, 50, 60, das ist nicht ganz so viel. Wir können also auch eine eigene Taktik wählen. Und in dieser eigenen Taktik können wir dann, die wird von Anfang an dann eingestellt werden, wenn wir das so wollen. Da können wir dann auf jeden Fall alles so manipulieren, wie wir das für richtig halten, je nachdem, wie die Werte sind. Aufbauspiel würde ich anfangs ungefähr so belassen. Ja, also ist grundsätzlich natürlich sinnig, schnell aufzubauen bei einem Konterspiel. Man steht hinten, man versucht tief zu verteidigen und die Angriffe schnell und direkt zum Erfolg zu bringen. Ja, man möchte viele direkte Pässe spielen, um eben relativ schnell zum Torabschluss zu kommen. Es gibt da mal so eine 10-Sekunden-Regel, der hat zum Beispiel Mirko Slomka reingehauen. Das, was ich euch sonst empfehlen möchte, in diesem Kontext, ist zum Beispiel den Flanken- und den Schusswert mal ein bisschen runterzudrehen. Auf vielleicht, ja, machen wir mal so 35 ungefähr. 35, man könnte auch 40 machen. Positionsspiel würde ich hierbei auf jeden Fall geordnet lassen, ja, denn das ist wichtig für die defensive Struktur, in die man zurückfällt. Denn wenn man beim Konterspiel eben direkte Pässe bevorzugt, ja, man will eben nur so zwei, drei Pässe spielen, wenn da einer dabei verloren geht, ja, und man dann vorher freie Positionswahl eingestellt hat, dann sind die Defensivspieler vielleicht gar nicht wieder in dieser Struktur, um eben wieder als feste Viererkette nach hinten zu fallen. Wenn ihr zum Beispiel mit einem 4-4-2 spielt, wenn ihr mit einem 4-3-3 spielt, wenn ihr vielleicht sogar mit einer Fünferkette hinten spielt, dann ist es wichtig, dass das trotz alledem immer noch geordnet ist, um eben dem direkten Konter des Gegners wieder standhalten zu können. Druck war hier eigentlich auf 10 eingestellt, ich würde euch hier aber locker 40 empfehlen. Ja, das ist bei FIFA so ein Wert, bei dem man auf jeden Fall bleiben kann. Aggressivität ungefähr 50, das ist nach wie vor total in Ordnung. Verschieben muss ein bisschen höher sein, damit man auch irgendwie in der Breite dann verschieben kann. Da könnte man vielleicht sogar 65 nehmen, das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist hier auf jeden Fall, dass man einen höheren Druck einstellt, damit man da sagt, okay, man fängt schon an, ab dem Mittelfeld so ein bisschen drauf zu pressen, beziehungsweise dem Gegner zumindest zu stellen. Ja, damit das nicht alles irgendwie so läuft, dass ihr erst ab der 16er Kante auch vor euch den Ball bekommt. Ihr könnt ja durchaus auch mal ein bisschen vorher aggressiv sein und wenn ihr euch da fragt, okay, warum machen meine Mittelfeldspieler das nicht, dann kann das, wenn ihr vorher mit Konter gespielt habt, durchaus an diesem Druckwert liegen. Da ist also 40, glaube ich, ein ganz guter Mischwert. Gut, dann können wir auch hier Schussverhalten und so wieder ein bisschen höher drehen.
Also ein bisschen häufiger macht, je nach Gusto. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt mehr flanken, dann könnt ihr selbstverständlich auch Flanken höher stellen. Ihr könnt Schussverhalten höher stellen. Passspiel würde ich euch nicht empfehlen, weil das eben wichtig ist für die Laufunterstützung eurer Mannschaft. Das hängt dann so ein bisschen davon ab. Okay, habt ihr sowieso schon grundsätzlich freie Räume irgendwie zwischen den Spielern, die in eurer Formation eben so schon stehen, wie sie stehen? Oder sind da eher, ja, ein bisschen weniger Räume vorhanden, sodass quasi der Weg einfach ein kürzerer ist. Ja? Kommt also darauf an, okay, wie weit ist überhaupt der Weg von dem einen Spieler, der den Pass spielt, zum Spieler, der den Pass empfangen soll. Und entsprechend dieser Werte müsst ihr dann angucken, dass ihr das ein bisschen für euch dreht. Ansonsten ist aber Konter sowieso schon eine sehr, sehr solide Taktik, eine, die man auch schon in den vorherigen FIFAs sehr gut hat verwenden können. Das geht auch in diesem FIFA. Mit einigen Modifikationen macht ihr diese Taktik zu eurer Taktik. In dem Sinne, viel Erfolg damit und bis nächste Woche. Danke, ciao. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sem pagar madeira. Entendeu, Camilo? Tem que colar com nós, sem vacilo.